Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Spiel auf unserem Kanal. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22 oder aber auch genannt die Farming Simulator 22. Farming Simulator, ja. Wollen wir mal gucken. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber es ist schon ewig her. Ich werde natürlich auf Mittel spielen. So habe ich das geplant. Geplant habe ich allerdings auch noch, ja, dass wir die Folgen erst einmal so ein bisschen länger machen und dann mal gucken, wie das Spiel sich so alles entwickelt. Ich denke mir mal so, halbe Stunde Folgen sollten schon sein. Gibt es vielleicht auch mal 20 Minuten, 40 Minuten Folgen, aber so wobei. Also machen wir erstmal hier Middle Farm Manager. Das ist das, was wir nehmen. Wir müssen hier Enter drücken. Elm Creek. Willkommen Elm Creek. Ja, ich habe ja schon das Spiel gesehen, dass das rausgekommen ist. Wollte schon die ganze Zeit das Spiel. Jetzt habe ich es geschafft, auch mal reinzukommen. Hier, Haut Ballon. Willkommen Haut Ballon. Das ist, glaube ich, die französische Map. Gibt es ja jetzt irgendwie eine neue französische Map. Erlengrad. Also ich werde wahrscheinlich hier spielen. Erlengrad. Die deutsche Map natürlich. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich habe früher mal den 17er gespielt. Ja, aber auch nicht viel. Ungefähr 60, 70 Stunden. So ein bisschen reinschnuppern konnte ich ja. Elm Creek ist die amerikanische, glaube ich. Ja. Nehmen wir den Erlengrad. Wie wir das gerade gesagt hatten. Sollte ja die deutsche sein, denke ich mal. Hört sich auf jeden Fall so an. Bin ich auch mal gespannt, was auf uns zukommt. Strohschwaden können mit einer Ballenpresse zu Strohballen verarbeitet werden. Alternativ kann Stroh auch mit einem Ladewagen aufgeladen werden. Das Stroh kannst du als Einstreu für Tiere und zum Herstellen von Totalmischrationen, T-Mehr, verwenden. Okay, wir müssen mal gucken. Also, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Wenn ich das nicht so alles richtig hinkriege, Leute, bitte habt ein bisschen, sag ich mal, Rücksicht. Wer weiß, da komme ich schon auch noch rein. Das wird schon alles noch. So, ja, jetzt müssen wir uns erst einmal nur einen Charakter machen. Ich habe schon gehört, das soll hier sehr umfangreich alles sein. Der Anfang geht jetzt, aber im Vergleich zu den Vorgängern ist das schon etwas umfangreicher. Wer sieht mir denn hier ähnlich? Welche Farbe? So, so lange Zeit will ich hier auch nicht verbringen jetzt. Ah, okay, man sieht so, den nehmen wir jetzt mal. Haare. Ja, so ein bisschen. Nee, keine Haare. Nee, ist nicht so schön. Ah, ja, das ist schon eher etwas für mich, glaube ich. Ja, nehmen wir den hier. Bart. Ja, so ein Bart kann man ja mal machen, ne? Als Bauer. Auch allgemein. Ich bin ja auch manchmal ein Bartträger. So, lassen wir das so. So rein, ja. Machen wir so. Hat irgendwie etwas. Die Farbe, kann man das nicht hier schon ändern? Ne. Doch, hier. Farbe wählen. Machen wir mal hier so braun oder rot. Haha, ne. Das ist ein bisschen zu doll. Ich will das Spiel ja auch möglichst realistisch spielen. So habe ich mir das vorgestellt bei diesem Let's Play. Mal gucken. Es wird auch ein längeres Projekt auf jeden Fall. Immer mal zwischendurch. Nur mal diese Farbe, oder? Diese Braun hier. Ja, der passt. So, dann gucken wir mal, was gibt's noch so. Ah, Outfits, schon fertige Outfits. Ja, so Marken-Set, ne? Man kann sich hier so John Deere, ja, so wie ein John Deere-Mechaniker oder Fanboy quasi anziehen, auch nicht schlecht. Nee, also das ist zu doll mit den Marken. Irgendwas, sag ich mal, kein Map-Differenzer. Overall ausgeht. Achso, okay. So, und dann jetzt so, oder wie? Ah, okay, alles klar. Wir machen uns einen eigenen. Ne? So ein bisschen. Mal gucken. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das geht auch. So geht das auch. Ja. Wir können auch so machen. Machen wir so. Die Farbe, kann ich das hier schon ändern? Ja. Gibt es nicht viele zur Auswahl. Ja, etwas Dunkles, ne? Weil
Wir sind ja jetzt in Landwirtschaft tätig und da müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht, ne, dass wir ein bisschen sauber aussehen. Ja, wenn wir was Dunkles anhaben, dann sieht man den ganzen Dreck nicht. Das ist so der Gedanke. Aber hier können wir ein bisschen was Auffälliges vielleicht nehmen. Hosen sind nicht so cool hier. Marken, das sind wieder die Markendinger. Hier sind die normalen, okay. Jeans? Ich weiß nicht. Ob da eine Jeans passt? Eher nicht. Oder doch, komm, wir nehmen mal Jeans. Obwohl Jeans ja eigentlich irgendwie nicht so eine Arbeitshose ist, ne? Ich weiß nicht, irgendwie... Es sind aber auch nicht viel zur Auswahl hier, muss man ja schon mal sagen. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Nehmen wir den Jeans ja. Komm, wir nehmen mal Jeans jetzt. Schuhmäßig, ja, Gummistiefel, ne? Auf jeden Fall, also... Oder hier, so Boots-mäßig. Ja, das können wir auch nehmen. Welche Farbe... Etwas Dunkles auch hier, bitte. Ja. So, Mützen. Ja, wir können ja mal eine Mütze nehmen. Mütze schadet nicht. Oder so eine Cap. Kann auch sowas nehmen. Ja, komm. Wir nehmen das. Farbe auswählen. Ja, aber ich weiß halt nicht. Im Sommer macht sowas halt keinen Sinn wieder, ne? Ja, komm. Wir nehmen mal eine Cappy. Ist besser, glaube ich. Ich will das ja so spielen, dass ich mich nicht tausendmal umziehen muss im Sommer und im Winter. Es muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Ich habe gesagt, wir spielen das realistisch und das geht schon hier beim, sag ich mal, Ausrüstung los. Müssen wir mal gucken. So übertreiben will ich das jetzt auch nicht, aber möglichst halt realistisch. Handschuhe, ja, kann man halt nicht gebrauchen, aber oder auch nicht. Wir lassen das mal. Brille. Nee, komm, zu viel Accessoires. Das passt schon. Die Haare sieht man jetzt zwar nicht mehr, aber so lassen wir das. So machen wir das. Mal ein bisschen gucken. Farbe auswählen. Ja. Ne, passt schon. Komm, wir starten jetzt mal. Ja, ist ja gut. Hier, komm. So, wie beenden wir das jetzt? Name. Können wir nicht umändern. Name ändern. Machen wir mal eines. Klein i. Und dann i. Okay, gut. Eines. So nennen wir uns. Und dann geht's jetzt los. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Nicht so viel jetzt los erst einmal. Ja, also wir müssen uns jetzt hier unseren Hof irgendwie zusammenbauen. Also ehrlich gesagt bin ich da jetzt auch nicht so eingefuchst. Ich muss übrigens sagen, am Anfang des Spiels habe ich... Habe ich erstmal geguckt, wie ich den Ton einstelle. Ich weiß nicht, wie laut das Spiel ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen laut mit dem Wind. Das möchte ich einmal kurz erledigen. Ihr könnt ja mal reingucken, ein bisschen in meine Einstellung. Einstellung. Wo ist das denn hier, ehrlich gesagt? ja, ich bin ja neu, Leute. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Also, was haben wir gesagt? Sound. Lautstärke. Umwelt. Guck mal, Umwelt ist noch sehr... Laut, finde ich. Lautstärke, Fahrzeuge. Fahrzeuge können wir ja ruhig hören, dachte ich, ne? So. Speichern. So. Ich hoffe, dass das jetzt geht mit dem Ton, dass die Umwelt nicht so laut ist. Kam mir vorhin so laut vor. So, Gras. Ja, auf was gehen wir denn, Leute? Wie sieht das mit den Einstellungen überhaupt aus? Wir müssen jetzt mal in die Einstellungen gehen, gucken. Gangschaltungsmodus automatisch. Das lassen wir so. Richtungswechsel. Leg fest, ob der Fahrzeugrichtungswechsel automatisch oder durch Drücken einer Taste ausgelöst wird. Nee, das lassen wir auch mal alles automatisch. Lenkgeschwindigkeit, okay. Wirklich, also man kann hier so viel einstellen. Temperatureinheit, Celsius, Kilometer, Euro, Hektar. Das passt. Also alle Anzeigen hier. Lautstärke gesamt, das hatten wir schon. Ja, irgendwo kann man ja noch einstellen, das Spiel insgesamt irgendwo. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da, Spieleinstellung, genau. Automatische Speicherintervall auf 15, das können wir mal lassen, zur Sicherheit. Zeitskalierung 5-mal, legt fest, wie schnell das die Zeit im Spiel vergeht. Verkehr an, Schwierigkeitsgrad normal. Visuelle Jahreszeit machen wir an. Setzt fest, ob immer ein bestimmter Monat visuell sichtbar ist. Ausschalten für dynamische Monatswechsel. Wir können ja mal den
Ach so, nein, das machen, lass das mal aus. Das ist dann immer ein festgesetzter ja, Jahrestag quasi. Oder Jahreszeit wird hier festgesetzt. Schnee an. Ja. Es fällt Schnee, der mit dem passenden Gerät auch geräumt werden kann. Okay, ja, lassen wir mal an, ne? Das uns lassen wir ja vieles raus, wenn wir das ausmachen. Fruchtzerstörung. Leg fest, ob Fahrzeuge die Pflanzen zerstören, wenn du darüber fährst. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch an. Flügen notwendig. Jo, Lesesteine. Lesesteine? Jetzt soll ja neu sein hier, ne? Mit den Lesesteinen. Leg fest, ob beim Grubbern und Pflügen Steine auf deinen Feldern erscheinen können. Ja, lassen wir an. Kalk notwendig. Leg fest, ob deine Felder regelmäßig mit Kalk versorgt müssen, um hohe Erträge zu erzielen. Ja, alles. Unkraut. Ja, Schmutz. Geschwindigkeit mit deiner Maschine schmutzig werden. Automatischer Motorstart. Aus. Oder? Wir lassen das mal aus. Wir spielen das realistisch. Start and Go Bremse lassen wir an. Ja, Spritverbrauch auf normal. Helfer kaufen. Nee, das lassen wir aus. Das machen wir alles aus, wenn wir die Helfer einstellen. Ganz wichtig, dass die Helfer dann auch nicht das alles selber kaufen. Wir müssen gucken, dass wir das alles selber holen. So ist der Plan. Ist das jetzt alles gespeichert? Ja. Sehr gut. Ich muss jetzt mal gucken, wie in den Jahreszeiten, wie schnell die Zeit ist, ne? Automaten. Zeitskalierung. Fünfmal, ist das zu schnell oder zu langsam? Das weiß ich halt nicht. Saisonales Wachstum, Tag pro Monat. Das ist auch wichtig. Machen wir auf 2. Ich werde mal mit 2 anfangen, um zu gucken. Oder? Man kann das ja auch immer umstellen. Ne? Wir machen das mal auf 3 erst einmal, um in das Spiel reinzukommen. Weil sonst nachher sind wir zu langsam und dann. Weil wir müssen ja erstmal in der ersten Folge erst einmal die alle Maschinen kaufen. Den Hof so ein bisschen aufbauen. Die Map. Ja, kann ich nicht öffnen irgendwie. Hier kann ich sie vergrößern. Genau. Ein bisschen kenne ich das Spiel noch von den 17er. Die Tastaturbelegung ist dieselbe. Also hier ist unser Hof. Genau, muss man mal gucken. Hier können wir alles hin platzieren. Ja, die Frage ist nur wirklich, auf was wir gehen werden. Wir müssen mal kurz gucken. Wegen Felder. Moment, Moment, Moment. Wo konnten wir das nochmal gucken mit den Feldern? Man kannte das doch irgendwo gucken. Hier ist das Wetter. Wir haben aktuell August. Okay. Hier stehen noch irgendwo Tipps immer. Genau, hier. Wir können schon bald gar nichts mehr anbauen. September könnten wir. Was ist das für eine Frucht? Weizen. Weizen können wir im September einbauen. Ja, dann müssen wir auf Weizen gehen. Und Raps geht zu spät. Dann kann man später mit Baumwolle. Ist das Baumwolle? Ja, Baumwolle. Ja, wir müssen gucken. Auf jeden Fall, wir können noch Gerste anbauen. Gerste. Wieso ist das hier so doppelt so? Stelle ich. Okay. Da muss ich mal ein bisschen reinkommen in diese Diagramme. Wir müssen auf jeden Fall Gerste oder auf Weizen gehen. Erst einmal. So, hier ist das Feldmenü. Das ist der Zug, der mal rumfährt. Alles klaro. Kaufen konnte man hier. Karte verschieben. Wie konnte man das nochmal kaufen? Ja, hier. Scheinbar. Land mit X. Ja, alles klar. Das ist die ganze Map jetzt. Scheinbar. Ja, ist jetzt nicht so groß, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Aber egal. Wir machen das, dieses Let's Play erstmal auf dieser Map und dann schauen wir mal insgesamt nachher, wo wir ankommen. Hier werden wir uns aufbauen. Das ist unser Haupt, ja, sag ich mal, Hauptsitz. Hier sind die ganzen Symbole, wo man was verkaufen kann. Alles klar. Wo ist denn der Shop? Der Shop müsste der sein, ne? Sägewerk. Ach geil, das wird hier erwähnt, wenn man raufklickt. Tankstelle, Shop. Ach, da ist es, ne? Fahrzeughändler. Genau. Oh, das ist schon eine kleine Strecke, ne? Muss ich schon hinfahren. Das sind immer die Käserei, Erlengrad, Tankstelle. Lichti Chocolatier, okay. Spinnerei, Supermarkt. Okay. Ja, Leute, ist es auf jeden Fall GLW? Weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber naja, mal gucken. Ja. Werden wir schon herausfinden. Mühle, okay. Ja, Weizen. Was ist auf dem Feld eigentlich? Kann man nicht gucken. Ne? Die Farbe war doch. Genau, diese Farbe. Ja. Wie kann man das unterscheiden, ist die Frage jetzt. Genau, hier. Ah, okay, so, wenn ich das hier wegklicke. Okay, Weizen. Wir nehmen Felder mit Weizen und Re Gerste und Raps. Also Weizen, Gerste, genau. Weizen und Gerste nehmen wir. Boah, das Feld 19 lacht mich schon so an, ne? Feld 19 und 8.
Gerste gibt es gar nicht, hat gar keinen angebaut, aber Weizen halt. Wir könnten hier Feld 19, was kostet denn Feld 19? Wert 180.000, aber das ist echt ein riesiges Feld, ne? Oder wir nehmen halt echt, aber Feld 19 würde uns halt wirklich helfen, ne? Wenn wir erstmal Feld 19 abernten könnten, boah, Leute, da hätten wir schon richtig Geld. Wir machen erstmal Feld 19. Ich riskiere das jetzt. Feld 19 kaufen. Zack, haben wir das jetzt gekauft? Moment. Land, zack. E oder wie? Hä? Ach so, mit Leertaste, okay. Ja, Feld 19 ist ein bisschen vielleicht groß, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. 180.000, Feld 19 gehört uns. Ich hoffe, das ist keine falsche Investition. Ihr könnt mir auch Tipps geben, wenn ihr da ein paar bessere Tipps für uns habt. Genau, jetzt können wir den Weizen auch bald schon ernten. Das ist der Plan. So würde ich auf jeden Fall anfangen erst einmal, ne? Also ich weiß nicht, ob es bessere Anfangsmethoden gibt. Aber da ich ja jetzt, sag ich mal, von den Seasons gehört habe, dass es jetzt halt die Jahreszeiten gibt, muss man jetzt halt drauf achten. Genau. Mähdrescher. Mähdrescher und dann brauchen wir hier irgendwie. Ich muss mich ja hier ein bisschen zurechtfinden hier auf meinem Hof jetzt. Genau, hier sind wir. Hier könnte ein Haus stehen, hier vielleicht ein Haus und hier ist Feld 19. So weit ist das nicht. Wir müssen immer hier über die Brücke fahren oder hier über die Brücke. Ich würde hier sonst fahren. Ja, schnell zack raus. Genau. Alles klar. Was können wir denn noch kaufen? Wir müssen jetzt erstmal gucken, Leute. Das wird jetzt erst einmal richtig lange dauern und kompliziert sein. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Weil ich habe das Spiel auch wirklich ewig schon nicht mehr gespielt. Da hoffe ich, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür habt. Moment. Wir brauchen Shop. Wo war das denn mit dem Shop? Genau, hier war das mit dem Shop. Auf P. Ich wusste das doch, dass ich irgendwie das. Genau, ich weiß gar nicht, als was für ein Bauer ich das alles machen möchte. Viehhandel wäre auch schon interessant, ne? Träger, wir brauchen auf jeden Fall einen Traktor. Traktor werden wir so oder so holen müssen. Boah, das ist so viel, ne? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist wirklich Wahnsinn, was es hier an so Fahrzeugen gibt, ne? Ja, wir brauchen eigentlich Traktortechnik, aber irgendwie finde ich das hier gar nicht. Oder ich bin echt zu blind. Kompaktlader, Frontlader, Mähdrescher, Pflanzenschutz, diverses. Rübentechnik, Mensch, Traumtechnik, Oliven. Ach so, okay, das sind die Oberbegriffe. Ich kann dann da raufklicken. Ja, nehmen wir mal. Hey. Ganz komisch. Mähtechnik, ja, Mähtechnik. Okay, nee, das ist sicher nicht das, was ich wollte. Frontlader. Mensch, warte mal. So. Achso, Rabatte gibt es hier auch. Wir können ja mal reingucken bei den Rabatten. Das ist gut. Das könnte uns helfen. Als Abfahrer. Ein HB Brandner. Brandner. Wie viel kann er laden? Simo, ach, das ist ein Gebrauchtwagenmarkt, ne? Gebrauchtmaschinenverkauf. Auch nicht schlecht. Sowas gab es vorher noch gar nicht, Leute. Das ist ja mal richtig geil. Was kann die? Wir können mal erstmal die Gebrauchten gucken. Was ist denn das? Mit dem Striegel. Also, das ist ein Striegel, okay. Ich muss das jetzt erst einmal alles gucken, nur reinkommen. Ein Ballensammler. Mit einem Grubber. Grubber ist gut. Kann man eigentlich nehmen. Wie viel PS braucht der? 225 PS. Ja, bei dem Grubber muss man halt gucken. Die, ja, verbrauchen halt richtig Power. Alter 40 Monate. Der ist schon richtig alt. Also, ich weiß nicht, ob wir sich lieber ein neues holen. Da brauchen wir 5 Meter Grubber. Ja, wie oft braucht man eigentlich einen Grubber, Mensch? Den können wir aber zumindest auf jeden Fall kaufen. Alter 40 Monate. Ja, komm, wir nehmen den. Aber pff, das Feld ist auch riesig, ne? Da kann halt alles laden. Das wäre gar nicht so schlecht. Wie viel Kapazität hat der denn? 25 Kubik. Komm, wir nehmen den. Der ist gut. Was will man mehr? Erstmal ein Kipper. Oh, man kann hier sogar den Reifenhersteller wählen. Michelin, Trelleborg, Continental. Sehr geil. Wir nehmen mal Michelin. Oder Continental ist halt richtig gut, ne? Nimm mal Continental. Aufbau. Was bringt der Aufbau? Ist es denn. Hält näher rein, ne? Ja.
Der Aufbau. Ja, der Aufbau wäre gar nicht so schlecht, ne? Ob sich das lohnt für so eine alte Kiste, sag ich mal. Ja, wir machen das mal mit dem Aufbau. Gewicht steigt ja nicht so weit nach oben. Genau, Leute, das wird halt ein bisschen, sag ich mal, Management-Folge, aber also ja, alle anfangen muss gemacht werden. E-Kennzeichen. Genau, das passt ja. Die zwei Buchstaben nehmen wir einfach auf, ändere ich mal auf YouTube. Y. T. Perfekt. Und hier, was sind wir denn da? 147, ja, das können wir so lassen eigentlich. Kennzeichentyp. Okay, man kann auch so machen. Ne, wir lassen das jetzt mal so. Audit. Y und T. Okay, nee, wir lassen das jetzt so. Ich will jetzt nicht so viel rumspielen. So, 13.000 kostet uns dann komplett. Ja. 5.000 hier, alles klar, wir nehmen den mal. So, Träger. Wo finden wir denn jetzt Träger? Zuckerrohr. Irgendwo, hey, muss doch hier sein. Ach, hier oben, ich habe so runtergescrollt, alles klar. Wollte schon sagen, Mensch, wo sind die Traktoren, die wichtigsten Fahrzeuge? LKWs, wow, gibt es hier auch. Ja, es gibt auch großmögliche Mods für dieses Spiel. Großtraktoren, ich weiß halt nicht, was wir brauchen, ne? Ich will erst noch mal wegen Grubbern hier gucken, wie teuer die hier sind. Grubber oder Flug oder. Ne, komm, wir nehmen Grubber. Obwohl für das eine Feld wäre ja auch schon wieder Flug gar nicht so schlecht. Aber wir nehmen mal Grubber, komm. Ach, so viel teurer sind die gar nicht. Der hat halt 4 Meter. Der Lemken hier hat schon 5 Meter Breite. Braucht 180 PS. Der andere war gar nicht so gut, den wir vorhin hatten, ne? Guck mal, das war der hier, ne? Glaube ich. 225 PS, aber auch 5 nur. Okay, was ist denn hier dran der Unterschied? Der ist ja 5 Meter pro Seite, oder? Komisch. Der ist schon wieder 5,7 bis 8 Meter. Kann man halt umbauen wahrscheinlich. Aber der braucht schon wieder 320 PS. Nee, es wird einer von denen sein. Ich verstehe aber halt nicht, warum hier 5 ist. 1,6 Tonnen wiegt der und der. Wir nehmen den einfach. Mensch. Hoffe ich mal, dass ich da jetzt nicht so einen Fehler mache. Moment mal. Es gab früher mal so einen, der Direktsaatmaschine ist ja auch nicht auf. Eigentlich brauchen wir einen Grubber, brauchen wir ja sowieso, ne? Grubber braucht man immer. Ich nehme mal einen mit hier. Diesen Grubber hier. 180 PS. Oder wir nehmen halt den größeren, ne? Ich weiß es nicht. So wird der nachher stehen, ja. Wir nehmen den mal mit jetzt und dann. So, Leute, ich hoffe, ich mache jetzt nicht schon jetzt einen Fehler. Ihr lacht mich bestimmt aus, die Profis. Mittelgroße Traktoren, 180 PS. Guck mal, eigentlich brauchen wir aber so einen starken noch mal. Massey Ferguson MF 3670. Zetor John Deere. Können auch so einen John Deere nehmen. Lastschaltstufen. Ja, der wäre gut, aber der sieht irgendwie nicht so cool aus, der. Es darf auf jeden Fall nicht zu teuer sein. Fendt 700er Vario, die sind aber auch schon 160.000, ein bisschen viel, ne? Der hier, John Deere 7810, hat 175 PS, reicht nicht ganz für den. Nee, das muss mehr sein. Kann man den nicht aufbauen, ne? Ja, dann wird es wohl dieser John Deere sein. Ich will einen John Deere haben, auf jeden Fall. Oder John Deere. Ja, den nehmen wir, aber der fährt nur 35. Das ist ein bisschen, das ist halt ein. Der hat halt Power, ne? Aber der Massey Ferguson kostet auch gleich 40.000 mehr gefühlt. Fast schon. Und aber hat dementsprechend fährt er auch schon 50 km/h, ne? Ja, wir müssen erstmal klein anfangen. Die fährt auch 50, aber die kostet auch viel mehr. Ja, wir nehmen den Massey Ferguson mit 190 PS. Und ja, nutzt nichts. Der kostet 108.000 wenigstens. Nur 108.000. Aber wir brauchen auch einen Traktor, halt, der schneller ist, ne? 40 km/h. 171 PS. Der ist gut. Massey Ferguson MF 6700S. Der fährt auch 50. Ja, den nehmen wir. Der hat zwar einen kleineren Tank, aber fährt 50 und den kannst du auch ein bisschen aufpimpen, dass er stärker ist. Wir können, aber der kostet auch viel mehr, ne?
Ach man, Leute. Da müssen wir den nehmen. Der ist zum Grubbern gut. Der ist zwar langsam, aber den können wir so zum Grubbern nehmen und solche Geschichten. Also so Lasten. Lastenbaby, kann man das so sagen. Zum Arbeiten quasi, die Drecksarbeit machen. Kann man den verbessern, wenigstens mit den PS-Zahlen? Ne. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, ey. So, den Traktor nehmen wir jetzt einfach mal. So, vielleicht war das schon ein Fehler, weil wir jetzt die Werkzeuge eigentlich holen müssen, die ganzen Sachen und da mit dem Traktor jetzt hin und her fahren. Naja, wir gucken mal. So, warte mal. Mähdrescher, genau. Wir brauchen noch einen Mähdrescher auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Wir werden klein anfangen. So einen billigen hier, 75. €75.000 nur, das ist aber billig. Der hat aber einen viel kleineren Tank hier, 4.900 zu 8.500. Hat auch mehr Gewicht sogar. Größeren Tank, stufenlos, mehr PS. Also der Deutz Fahr ist deutlich besser. Kostet aber nur 5, ja, was heißt nur, aber ein bisschen über 50.000 nur. Und hat hier 310 PS und hier der hat noch 175. Und guck mal, Leute, wie klein der ist. Der ist schnell voll. Also nehmen wir lieber den, dann haben wir ein bisschen länger Zeit mit 8500 Gesamtlitern. 8500, nehmen wir den hier. Dann können wir bald schon Weizen ernten mit dem schon. So, was haben wir jetzt gesagt? Genau, jetzt brauchen wir noch Schneidwerk, ne? Schneidwerk für das gute Ding. Topliner 440, 90 Schneidwerk. Ja, das ist der Weizen, ne? Schade, dass das immer noch nicht da steht. Man muss das nach dem Symbolen hier ein bisschen identifizieren. Ja, muss ja wohl der sein, also hoffe ich mal. Sieht auf jeden Fall so aus wie Weizen. So, wie viel Breite hat das Ding jetzt? 6 Meter, ist okay. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber. So, das haben wir. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch so einen Anhänger für dieses Ding. Für die Schneidwerke. Gibt es ja so einen extra Anhänger. Düngerstreuer brauchen wir auch noch, ne? Das holen wir nachher. Flüge haben wir, Grube haben wir. Steinsammler soll ja auch nachher wichtig sein. Da müssen wir nachher mal gucken. Maispflückerschneidwerk, Überladewagen, Anhänger. Das haben wir schon. Anhänger haben wir schon. Guck mal, der Breitner kostet normalerweise hier 23.000. Ja, okay. Hä? Ist das der gleiche? Nee, der hat nur 18,5. Hier, den haben wir doch, oder? Nee. Der war das, genau. Der hier, fast 40.000 kostet der hier noch. Breitner. Oder der Bratner halt. Haben wir ja komplett abgegradet. Sehr gut. Ja, Leute, ich muss jetzt mal gucken. Genau. Das ist schon mal cool. Wie starten wir den Mono? Mit Enter. Okay. Wie wechseln wir nochmal um? Man konnte ja irgendwie zu den anderen fahren. Genau so. Ja, da brauchen wir jetzt erstmal einen Anhänger, damit wir den Mähdrescher schon mal zum Feld bringen. Aber wie war das jetzt nochmal? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Dem Shop. Ich brauche noch diesen Anhänger, Mensch. Boah, das ist so viel Scheiben. Negern, okay. Das ist so viel, Leute, hier den Überblick zu behalten. Nee. Mann, 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 Mann. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier. Tieflader, Dollies. Tieflader ist es ja nicht. Nein, Tieflader ist es nicht. Irgendwo waren die doch, Mensch. Auf jeden Fall werde ich noch auf Tiere gehen. Das steht fest. Nebenbei so ein bisschen, aber Anhänger hier. Ganz am Ende hier irgendwo. Ne. Sehr merkwürdig. Wo war das denn? Ich weiß, dass es sie gibt, aber wo? Mulche sind das nicht. Ne. Kreiselwegen. Boah, es ist so viel, Leute. Das alles durchzublicken auf. Jetzt, wo man neu das erste Mal wieder spielt. Diverses vielleicht? Ich denke mal, dann ist es hier beim Schneidwerk eigentlich. Hätte ich mitgedacht, dass das mit hier drunter fällt. Oder gibt es die nicht?
Ah, ich dachte, der liegt da schon bestimmt mit. Das finde ich aber jetzt richtig merkwürdig, warum ich das nicht finde. Moment, wie weit ist das? Sonst nützt das nicht, so muss ich so hinfahren. Ich weiß halt nicht, wie die Straße ist. So soll man ja eigentlich nicht fahren, ne? Frontlader Werkzeuge? Nein. Transportanhänger, da, ja, Mensch. Oh, das ist sogar der gleiche. $1000. Ach, das ist ja nichts. So, dann kann ich den Mähdrescher schon mal hinfahren. So, mal reinschnuppern, wie es ist mit dem jetzt. So, zum ersten Mal nagelneuer deutsches Fahr... das darf nicht sein. Nagelneuer deutsches Fahr-Topliner. Bisschen laut, glaube ich. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Mit dem Motoren, dann kann man mich auch besser hören, glaube ich. So, warte mal, wo war das denn jetzt? Ah, das wird alles noch besser, Leute. Das wird alles noch besser. So, Sound. Genau, hier. Lautstärke Fahrzeuge macht mir auf 30. Lautstärke Umwelt auf 20. Machen wir so. Und dann hoffe ich, dass das jetzt langt. Ja, da geht es jetzt los. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu laut, oder? Komm, wir lassen das mal jetzt erstmal so. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu laut ist, Leute. So, dann wollen wir erst einmal das Schneidwerk dran machen oder aufheben. Oh, das geht noch, sehr gut. Mit Q. Den Helfermenü werden wir jetzt ein bisschen öfter erst einmal anlassen. Ich bin jetzt erst auch mal wieder neu wieder zurück bei Landwirtschaftssimulator 22. Ich freue mich riesig, Leute. Das wird ein längeres Projekt. Ja, wenn mal mehr oder weniger Videos rauskommen, mal mehr, mal weniger, bitte ich dies immer zu entschuldigen. Denn, ja, ich mache es halt nicht Vollzeit mit YouTube. Das ist auch nur so ein Hobby. Oh, das ist knapp. Dementsprechend gebe ich mir Mühe, dass ich genug Videos habe, aber ja, kann halt nicht immer tagtäglich es schaffen. Ihr kennt ja meine Streaming-Zeit, also Streaming meine ich jetzt meine Video-Upload-Zeit, die kennt ihr ja, da werde ich das halt immer mal gucken, wie das Projekt so ankommt und dementsprechend dann immer passend mal den einen oder anderen mehr Erfolg oder weniger machen. So, jetzt nehmen wir das mal mit hier. So, zack. Drescher, Rohr ausfahren, Drescher aufklappen. Aber den krieg ich den jetzt nicht so ran. So. Da, ankuppeln. Okay. Muss man näher ranfahren. Die werden wohl richtig. Ja, genau. Ah, hier so. Ganz weit unten. Okay. Hätte man sich denken können, aber hätte ich nicht gedacht, dass das so realistisch ist, dass man da so richtig nah ranfahren muss. Ich habe ja schon ewig nicht mehr gespielt. So, die Map, ja. Genau, hier ist das Feld. Wir sind hier, genau. Oh, das ist ja neben dem Feld. Sehr geil. Dann werde ich hier nachher... Ja, ich werde ihn hier anhalten lassen. Wo müssen wir denn hin mit dem Weizen? Ist die nächste Frage, ne? Wo sehen wir hier die Preise? Die Preise, Preise, Preise. Aber ich meine, wir können ja auch erst zum Silo fahren, ne? Haben wir nicht ein Silo? Wir müssen eins platzieren. Okay. Nein, wir fahren jetzt erst einmal dahin. Ich weiß jetzt nicht, wie man blinkt und so. Das muss ich erst einmal... Da muss ich erst einmal reinkommen. So, und wenn wir jetzt gleich hier starten, müssen wir mal aufpassen. Wir haben Fruchtzerstörung, ne? Da müssen wir auch aufpassen. Boah, sieht echt cool aus. Mit dem Weizen. Hilfemenü, mach ich Helfermenü mal öff. Wie geht das zu mit dem Helfermenü? Genau. F1. Ja, ja, ich wusste das. Ey. Da ist doch was. Genau, ich werde den Drescher mal da auf der Seite stellen. Und dann mal gucken. Leute, geil. Das macht echt Spaß bis jetzt. Mit dem Drescher hier. Ich meine, es passiert noch nicht viel, aber ich finde die Grafik allein schon wirklich sehr beeindruckend. Anhänger ab. Wohl. Ja, wohl, der kann hier...
Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler mache, wenn ich den Anhänger hier abstelle. Ich stelle ihn mal lieber hier. Noch ein bisschen weiter am Rand ab. Oh nein, ich hänge schon. Oh, das wird wohl öfter passieren. Oh nein! Es gibt ja auch Verschleiß hier. Oh nein, das ist total nicht realistisch, Mann. Mensch, Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das wird noch besser, das wird noch besser. Verspreche ich euch. Aber der Steuerung muss man auch erst noch mal reinkommen. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, ist ein bisschen anders. So, jetzt nehmen wir das... Oh, so nicht. Das Schneidwerk mal an. So, ich hoffe, das reicht schon. Ja, schön, dass das so steht gleich da, dass man das machen kann, so eine, sag ich mal, so ein Feedback, ne, dass man weiß, so, ja, okay, jetzt kannst du den ankuppeln mäßig. So, Leute. Ja, es wird auf jeden Fall sehr viel zu tun geben, also seid gefasst darauf, dass das jetzt alles ein bisschen am Anfang noch ein bisschen ruckelig, also mit ruckelig meine ich jetzt nicht die Qualität, sondern ja, dass das allgemein so ein bisschen alles, dass ich erstmal reinkommen muss. Vielleicht ist das ein Fehler hier anzufangen, weil wenn ich das Rohr, obwohl, nee, das passt schon. Der wird ja ein paar Felder schaffen schon. So laden wir das. Motor aus. Und wechseln. Super. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Wir müssen noch einen Träger kaufen. Ganz safe. Noch ein Träger. Ich weiß halt nicht. Mittelgroß wieder. So ein bisschen schnelleren. Der braucht da auch nicht so viel Power haben, aber der sollte schnell sein. Obwohl, Power geht immer, ne? Class, so ein Class, 205 PS zu 295 PS. Also bis 295 PS, 50 km/h. Ja, so ein Class wäre schon was, ne? Deutz Fahr, was haben wir noch? John Deere, die sind halt schon zu sehr teuer. Also 200.000 kann ich mir noch nicht erlauben. Fendt 700er Vario. Der hat halt auch schon bis zu 200 PS kann er haben. Dann kostet er aber auch gleich 200.000. Das ist mir auch zu viel. Der ist gut, der ist billig. Tank ist halt klein, ne? Da muss man auch mal bedenken. Ja, wohl oder übel brauchen wir so einen starken Traktor. Ich würde schon fast zu dem Fendt rüber switchen wollen. Wie viel teurer wird er denn? Wenn wir den ausbauen. Der wird, der, wie ich geschätzt habe, 200.000. Dann hat er aber auch 246 PS. Oh, ist halt echt teuer, ne? Gönnen wir uns noch so einen Traktor. Dann haben wir auf jeden Fall alles erst einmal genug. Ne? Mit dem können wir dann halt immer mal hinfahren. Ja, den nehmen wir. Wir nehmen den. Der ist unser Allrounder jetzt. Mit dem fahren wir überall hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall... das können wir, den können wir als Abfahrer nehmen. Den Fendt 700er Vario. Den, genau. Das ist jetzt unser neuer Traktor. Ja, wir müssen mal gucken. Wir brauchen auch eigentlich ein Dach über dem Kopf, ne? Für unsere Farm. Wo können wir das denn machen? Gebäudemenü. Gebäudemenü. Naja, komm. Wir nehmen erstmal den Gruber mit. Bringen das schon mal zu unserer Farm und dann können wir mal gucken. Oh, ein bisschen zu schnell gewesen, aber geht ja. Sehr schön. Und jetzt brauche ich nur die Karte auf der Seite zu machen und dann da erst einmal ein bisschen reinkommen. Oh, Leute, die Lenkung ist aber echt... Oh, 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 okay, das ist ja... Wow. Entschuldigung. Oh Mann, der war ja... schnell unterwegs. Da ist unser Mähdrescher. Ey, ist ganz okay. Aber die Steuerung, da muss ich mal ein bisschen reinkommen. So, Leute. Hier nach links auf jeden Fall. Blinker weiß ich immer noch nicht, wie das nochmal ging. Ja, ich habe es nicht verlernt, Alter. Genau. Hier geht die, hier war die Beleuchtung. Hier war das. Das war hier. Ja, jetzt habe ich das mit den Blinkern auch. Komm. Sehr geil. So, meine Lieben.
dann ab zur Range oder ab zur Farm. Stellen wir das Ding mal da ab. Oh, Blinker muss ich ausmachen. Stellen wir das Ding mal ab. Den Grubber. Ach, da ist das. Und dann müssen wir mal gucken, wegen einem Gebäude, Mensch, die Maschinen verschleißen ja. Und ich glaube irgendwie, wenn die draußen in der Witterung stehen, verschleißen die wohl schneller. Und das ist mir halt ein bisschen riskant. So, ich stelle ihn mal hier ab. Warte mal, wie konnte man jetzt hier nochmal was bauen? Gras, Heu, Winter, Winter. Achso, das ist zum Winterzeug. Okay, Hockschnitzel. Alles klar, hier nochmal so in einer Übersicht. Hier, übersichtlich alles. Bauen. Genau, ah, hier, okay, alles klar. Gut, das haben wir ja gut hingekriegt. Alles klar. Die Frage ist nur, hier fahren wir mal rein. So. Was ist das für ein Hauschen? Das gehört mir, ne? Das gehört nicht dir. Ach, das gehört mir gar nicht. Hä? Gehört mir das nicht? Moment. Ach, das muss ich kaufen. Ach du meine Güte. Ich dachte, das gehört mir, weil ich da gestartet bin. Ernsthaft? Habe ich gar kein Land außer das hier jetzt? Ach du meine Güte, nein, da muss ich mir das auch noch kaufen. Oh ne, das kann ja heiter werden jetzt. Kaufen, Müssen wir uns das kaufen? Ja, theoretisch schon, ne? Mensch, ja, Leute, war das Land? Müssen wir uns das echt kaufen? Mensch, ja, müssen wir ja, ne? Also, ja, ich überlege nur, ob das mit der Kohle nachher reicht. Moment mal. Ich will das einmal gucken, was hier alles so steht als Tipp. Dann haben wir das. Ne, nix. Okay, warte. Hilfemenü. Geld verdienen. Um deine Produkte zu verkaufen, musst du sie erst einmal auf einen Kipper oder Anhänger laden. Okay, das ist ja wohl klar. Warte mal. Baumodus-Menü. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass wir da so null, dass wir das auch noch holen müssen. Ja, da stellt sich die Frage, wie wir das machen, ob wir jetzt tatsächlich sagen, ob wir da jetzt erstmal eine Saison oder zwei Saisons drauf alles so ein bisschen ignorieren und hier unsere Maschine mal alle hinstellen. Das werden wir wohl so machen müssen, weil für 300.000 das Stück da kaufen, das ist mir ein bisschen zu teuer. Müssen wir halt so machen, dass wir die... Das könnte risikoreich sein. Ja, wir gucken erst einmal. Wir kaufen erst einmal alles, was wir brauchen. Und dann werde ich mal gucken. So, warte mal. Kann ich eigentlich das schon ernten? Dann würde ich das schon gleich machen. Moment. Weizen. Okay. Ah, okay, das bedeutet, man kann das zweimal anbauen. Hier kann man Gäste einmal anbauen, dann hat man hier eine kleine Lücke, so eine kleine Pause. Und da kann man dann wieder Gäste anbauen. Grün bedeutet Saatzeitpunkt, Ernte. Okay, die werden hier auf, dann können wir, also wir können hier auf jeden Fall bald ernten, den Weizen. Alles klar, also da muss man jetzt erstmal reinkommen, so ein bisschen, ne? Was man dann als nächstes einbaut. Hier muss ich muss aber rein. Sonnenblumen hier. März bis Mai. Boah, das wird ja richtig kompliziert, Leute. Da muss man ja jetzt richtig gucken, wie wir das machen. Das geht ja heiter. Das kann ja heiter werden. Hier Hafer baut man da an. Hier März und April. Und dann ist man hier irgendwie bei Juli und August irgendwann, wenn man das erntet. Wahnsinn. Das wird sehr komplex. Das wird sehr komplex. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ernten können wir eigentlich laut der Info den Weizen ja jetzt schon und ja genau, dann können wir jetzt schon ernten eigentlich. Das machen wir auch mal direkt. Weil wir Weizen, das Feld ist riesig halt, ne? Und jetzt ist das Problem. Wir haben ein bisschen gewartet. Ja, das Feld ist halt riesig. Das Feld ist halt riesig, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was das bedeutet?
Und alles ist hier zeitlich begrenzt. Das bedeutet, wenn wir zu langsam sind, dann verlieren wir Ernte. Dann verlieren wir die Ernte. So, Moment. Wo ist das Feld? Jetzt bin ich im Kreis gefahren, ganz dämlich. So, Moment. Wir müssen Richtung Mähdrescher. Mensch, was ist das hier, Mann? Die Steuerung ist noch nicht so mein Fall. Da muss ich nochmal reinkommen. So, wie sieht's da aus? Oh, nein! Das dürfen wir nicht machen. Wir bauen jetzt schon einen Unfall. Wir müssen langsamer fahren. Mit so einem Gerät, also die Fahrphysik, da muss man erst einmal reinkommen, Leute. Oh, macht doch keinen Spaß. So. Da muss ich ja mal mich dran gewöhnen. Ehrlich gesagt. Aber das kriegen wir schon hin. Das sollten wir hinkriegen. So, ganz kleiner Kreisverkehr. Ich weiß nicht, was sie sich hier dabei gedacht haben. Ehrlich gesagt. Wir haben hier alles einmal klein, klein und groß. Zum Kleinholz hier. So, warte mal. Wir sind jetzt schon fast da, ne? Ja. Hier können wir reinfahren. Den werde ich wohl hier an der Seite lassen. Ja, wir müssen so anfangen, Leute. Es ist zwar nicht, ist es jetzt doch nicht so ein bisschen realistisch. Aber wir müssen Geld sparen. Ja, also wir müssen gucken, dass wir da mit der Kohle hinterherkommen. Jetzt werde ich erst einmal die ganze Zeit gucken, dass ich ja dafür sorge, dass der Mähdrescher nicht leer geht, also nicht Leerlauf hat, dass der voll wird und dann ja, der Helfer da drin sitzen bleibt. Da muss ich jetzt drauf achten. Deswegen nehmen wir... Oh nein, was habe ich da jetzt gemacht, ey? Da muss ich mich mal ein bisschen dran gewöhnen. So, jetzt aber, komm. Das geht so nicht, okay. Ziemlich realistisch. Also das Spiel ist wirklich... Ist kein Vergleich zu LS17er. Ich bin noch sehr bei dem LS17er. Da ging das noch so. Man muss hier wirklich dann schon wieder... Die Karte kann immer ein bisschen kleiner. Man muss hier wirklich schon sehr genau agieren. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber... Das ist halt für mich ungewohnt, ne? Deswegen muss ich jetzt einmal gucken, wie ich da reinkomme. Abdeckung öffnen, genau. Den Weizen, ich weiß gar nicht, wo wir den Weizen hinbringen können. Yes, Leute. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich schicke immer gerne die Helfer los. Also nicht wundern, wenn ich hier jetzt wie den Mähdrescher mich selber, also den Weizen nicht selber jetzt mähe, sehe. Da habe ich jetzt versprochen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, Leute. So, Träger müssen wir ausmachen. Ich will mal kurz beim Mähdrescher mal gucken. Er ist halb voll. Das klappt gut mit dem Weizen. 50% ist der voll. Das ist schon mal nicht schlecht. Leute, dann würde ich hier schon mal wieder Schluss machen. Wir können in der nächsten Folge weitermachen. Das war ja schon mal ein guter Start. Wir können mal gucken in der nächsten Folge, wie das hier weitergeht. Ich finde die erste Folge gar nicht so schlecht. Also erstmal alles ein bisschen neu, ne? Da muss man erst einmal reinkommen. Aber die erste Ernte machen wir schon. Das finde ich gut. Das Feld geht auch relativ flott. Ich habe mir das ein bisschen schlimmer vorgestellt. Also zumindest schwerer. Schaut mal ein bisschen. Oder man kann aber auch weit rauszoomen hier. Finde ich cool gemacht. Aber ich muss immer auf die jetzt gucken, dass wir nicht zu voll werden. Ja, jedenfalls sage ich jetzt erst einmal tschüss. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. In der nächsten Folge machen wir hier genau weiter. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.